Moin, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Goldhunter. Wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass wir besser hier bleiben und höhere Ausbeute haben. Also werden wir es ja hier weitermachen, bis wir uns einen großen Bagger und eine große Waschmaschine kaufen können. So, der ist jetzt voll, der läuft, da hinten kommt voll rein. Dann können wir weiter schöpfen. So ist das Leben, schöpfen, schöpfen, schöpfen. Schaufel in der Hand, hüpfen wir mal hier in der Luft rein. Versuchen wir hier die Räder noch frei zu machen. Und dann fröhlich ist drauf losschaufeln. Aber ich glaube, hier auf dem Kleinen werden wir auch mit einem Dammtrack und Förderband arbeiten. Mit dem kleinen Bagger. Wenn es denn soweit ist, dass der Backfix rauskommt. Das sieht aber sehr gut aus, soweit ich das schon mitbekommen habe. Wie gesagt, wenn ihr das Video seht, ist die Geschichte mit dem Back schon längst gegessen. Ich möchte nämlich mit dem Dumptruck in den großen Trichter einfüllen, übers Förderband in die kleine Trommel hier. Hier auf diesem Platz. Dann kann ich nämlich von der anderen Seite an mit dem kleinen Bagger baggern, in den Dumptruck rein. Könnte man auch eine Förderbankette machen, ne? Direkt mit dem Bagger und dann direkt hier auf die andere Seite. Das könnte man auch. Aber ich möchte dieses Gerät ja auch verwenden. Ist zwar untergrenzt zeitaufwendiger. So, das macht er nicht. Wir gehen aber weg. Gar nicht, wie viel in den Dampfkreis reinpasst. Ich schätze, dann wird schon die Maschine hier voll sein. Komplett durchgelaufen ist, dann machen die ja. Gut, wie ist da noch drin? Leer. Das Licht da drauf springen. Da ist nichts mehr drin. Ich den direkt wieder mitnehmen. Aber ich habe noch die Schaufel in der Hand. Entschuldigung. Sollte man das Licht anmachen, ne? Aber oh, wieder tageslich. Noch schädigt uns das Vorspulen nicht. So, dann ist es schon hell. Was machen wir hier? Er läuft noch. Dann hauen wir noch ein paar Stücken hier rein. Läuft da wie ein Schnürchen mehr.
So werden wir auf jeden Fall unser Geld für den großen Bagger und die Waschanlage zusammenkriegen. Und nicht mit den 9 Unzen, die wir da rausgeholt haben, um den großen Lack. Die ganzen Beginner leben leer zu schütteln, ist gerade mal der erste. Ich glaube, wir haben 4 davon, ne? 4 oder 5? Muss ich sogar liegen, weiß ich gar nicht. Mal eben auf die Map gucken. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beginner-Teams haben. Also können wir 6 Beginner-Teams leer schütteln. Ich schätze wohl, da werden eine Tür dabei werden. YouTube-Reihe so lange laufen wird, ist eine andere Geschichte. Aber wir dürften da vorne jetzt fertig sein. Ja. Auch weg. Maschine ausmachen. Wir schon mal den das Schmelzen starten. Das ist so schön, dass man den Tisch jetzt einfach so oft benutzen kann, wie man will, ohne dass man jedes Mal ausloggen muss oder die Becher unterm Tisch liegen. So, rein damit dem Jungen. Decke zumachen. Später wird man sich dann überlegen, ob man nicht nur einen vollen Kübel reintut, weil man jedes Mal Gas verbraucht. Komm mal da raus, komm mal. 9%. Immer das Geld. Ist fertig soweit. Wie viel Prozent haben wir hier? 49, dann schütten wir weiter. Soll die noch fertig kriegen? Weiß ich nicht. Guck, darüber ziehen wir Gold raus. Das ist alles. Ich will mich eigentlich die Maschine jetzt stehen lassen, so wie sie ist. Und schön mit dem Dampfdraht arbeiten. Förderband und Bagger. Ja, und den Trichter natürlich. Jetzt nur die Frage, kommt der Dampftrag an den Trichter ran? Jetzt müssen wir 4 Löcher buddeln, den genau da reinstellen, damit wir dann oben rankommen. Irgendwie schafft man das schon. Oh ja, die kriegen wir vielleicht sogar noch voll. Nicht genommen.
In der nächsten Folge haben wir dann schon wieder ein Clean-Out, also können wir den nächsten Waffen kontrollieren, wie viele das ist. Und ihr dürft auf jeden Fall schön ein Däumchen da lassen. Ich glaube, ich sollte das am Anfang des Teams sagen, weil die meisten gucken nur zwei, drei Minuten. Follower dürft ihr gerne da lassen, damit der Kanal größer wird. Und natürlich auch schreiben, am liebsten was Nettes. Kommentare sind gewünscht. Oh, das schaffen wir. Dank der neuen Schippe. Wir kommen sogar noch dazu, die Matten sauber zu machen und prüfen die Maschine wieder zu starten, und deutlich. Wir nehmen die 1%, nehmen wir auch noch mit. Komm, jetzt schreit der Tor wieder rum. Ja, die macht auch sehr. Komm her. Was hat das? Die Schaukel aktiv. Einmal. Einmal. Dreimal. Rein mit dem Zeug, eben gucken, ob da hinten was ankommt bei den Bechern. Jawohl, die laufen auch. Da war nichts. Da sind wir schon fast wieder durch. Wie sieht es da drin aus? Den Waffen nicht die Schaufel lernen. Ja, und bald geht's bei uns. Oh ne, besser Video hat das schon alles passiert. Kommt nämlich bald eine neue Grafikkarte. Oder wisst ihr schon, bevor der Video guckt? Ah, Popsch. 80%. Nein, da werden wir nicht mehr rankommen. Haben noch eine Minute. Ja, geht das denn diesmal eine relativ passende Folge? Hauptsache, wir kriegen Geld zusammen für die Bagger. Die große Waschtrommel. Aber erstmal müssen wir hier noch was machen. Da ist nichts mehr drin. Den können wir zurück machen. Den können wir zurückbringen. Und dann sind wir auch am Ende angekommen. So, da ist schon wieder soweit. Danke fürs Zuschauen. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.